Ich weiß ja nicht, ob viele von euch sich auch gerne mal Power-Choreos ausdenken und dann vielleicht so ein bisschen strugglen mit den Bodenteilen oder den Verbindungselementen. Ich komme ja, sage ich mal, aus der guten Sportgymnastik und habe ja sehr viel so, sag jetzt mal, Floorwork war ja irgendwie auf jeden Fall Teil jeder Kurve bei uns. Deswegen habe ich da natürlich auch ein bisschen Erfahrung mit und ich liebe es halt auch. Ich liebe einfach auf dem Boden rumrollen. Ich finde es super, finde ich einfach toll. Ich finde einfach so, Bodenelemente können halt so eine Kurve nochmal so richtig aufwerten. Und deswegen wollte ich euch heute mal so ein paar Verbindungselemente zeigen. Vor allem, wenn man auch für eine Meisterschaft oder so mal trainieren will, wo man zum Beispiel auch zwei Stangen hat, die einen kleinen Abstand haben, die man von einer Stange zur anderen zum Beispiel auch kommen kann. Ja, vielleicht seid ihr schon Profis auf dem Gebiet und könnt trotzdem vielleicht noch das eine oder andere, vielleicht kann ich euch doch mal mit irgendwas inspirieren, oder? Aber ich freue mich vielleicht über jeden Vorschlag von mir. Let's see. Auf jeden Fall starten wir erstmal mit meinem absoluten Favorite. Alle, die bei mir als SchülerInnen sind, wissen das ja schon, dass ich das liebe. Ich weiß auch, dass diese Liebe nicht jeder teilt. Aber Schulterrollen. Beste, traumhaft, das passt fast zu jeder Kurve. Gibt es in allen Variationen, da habe ich aber schon ein Video zu gemacht mit Schulterständen und Rollen, glaube ich. Packt ihr euch hier nochmal rein, falls ihr dann nochmal so eine richtig krasse Schulter-Session sehen wollt. Aber auch hier noch einmal als Verbindungselement: Schulterrollen. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich von dieser Stange zu dieser Stange kommen möchte, ich meine, eine Meisterschaft, glaube ich, sind die noch ein bisschen weiter auseinander, aber. Trotzdem, machen wir es jetzt mal. Kann ich zum Beispiel, ich kann über die Schulter rollen und Beine Knie tief legen. So kann ich ankommen. Ein bisschen die Beine auch umziehen und ein Bein tief nehmen. Kann dann so ankommen. Beide Beine gestreckt hochnehmen und auf den Steigenblick und tief rollen. Dann kann ich natürlich auch nacheinander die Beine gestreckt nehmen und auf den Bauch liegen. Kommt nicht. Ah, ja, liegen. Also, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, immer eine super Variante. Man kann natürlich auch die Stange einbeziehen. Das ist auch in meinem einen Video nochmal ein paar Sachen, wo ich die Stange noch mit einbeziehe. Aber hier soll es ja nur um den Boden gehen. Als nächstes, auch ganz klassisch, kann von vorne und von hinten gut aussehen, sind, sag ich mal, sowohl Leg Waves oder wie nennt man es so, Windmühlengeschichten. Ja, wie zum Beispiel, man geht zurück. Und macht hier den. Ne? Also sowas finde ich auch mal sehr schön. Man kann natürlich auch, jetzt finde ich wieder so ein bisschen, jetzt mixe ich mal so zwei Sachen, aber ich erkläre die andere Sache auch, aber man kann natürlich auch irgendwie hochgehen und hier so Leg Waves machen und dann mit einer Schulterrolle. Man kann alle Elemente halt auch verbinden, die Sachen. Das könnt ihr natürlich individuell machen. So, und dann kommen wir direkt mal zu so Kerzengeschichten. Liebe ich ja auch, habe ich jetzt gerade schon einmal angedeutet. Wie eben gerade hier, als ich die Leg Waves gemacht habe, das kann ich natürlich mit mir machen. Oder ich gehe halt nach oben. Und das finde ich halt persönlich, ne? Keine Ahnung, was man da alles machen kann. Also, da bin ich jetzt nicht der Oberspezialist für, aber das finde ich auch immer mega schön. Und dann quasi zur anderen Seite weiter rollen. Also, dass man wirklich seine Beine schön nutzt. Was ich auch sehr gerne mag, ist eine Art Sprung am Boden. Ganz wichtig schon mal vorweg für diesen Sprung. Übt ihn am Anfang auf jeden Fall mit Matte und kommt bitte niemals mit dem Knie zuerst auf. Das ist grundsätzlich eigentlich immer der Fall. Also wenn wir irgendwie eine Schulterrolle auch schon alleine machen, ja? Nochmal ganz kurz zurück. Kommt ihr niemals erst mit dem Knie auf. Immer erst mit dem Fuß und dann wird das Knie abgerollt. Das ist einfach eine Faustregel, wir wollen niemals mit dem Knie landen. Das ist not good, not good. Ja, deswegen habe ich jetzt den Faden verloren. Sprung, Bodensprung. Und zwar finde ich auch mal cool, vor allem für dynamische Choreos. Ich mache es einmal vorne, dann erkläre ich nochmal. Ich will nur nichts kicken. Ist dieser Sprung. Ich hoffe, man konnte das jetzt im Video sehen. Wie gesagt. So, wichtig ist bei diesem Sprung, ich habe jetzt das rechte Bein über dem linken. Und jetzt erstmal ohne Arme. Erstmal Arme kann ich beachten. Den Arm habe ich jetzt quasi oben einmal rumgenommen. Aber das ist jetzt erstmal wichtig, die Beine. Jetzt ziehe ich das untere Bein, also stütze mich jetzt auf meine linke Hand ab, ziehe das untere Bein.
zieh es richtig nach oben, lande dann auf dem Fuß, zieh das andere nach und lande dann auf beiden Beinen. Also, ich will nicht Knie sagen, aber das ist noch der Knie, aber natürlich erst der Fuß, aber letztendlich knie ich dann auf beiden Knien am Ende. Nochmal. Man muss da wirklich seinen Pops hochkriegen. Dass man wirklich, weil sonst tut es nicht weh beim Aufkommen. Aber man muss wirklich schon diese Kurve nach oben kriegen. Also schön hoch! Und das andere, wie gesagt, oben schön nachziehen. Den mag ich auch ziemlich gerne. Und was natürlich auch immer schön aussieht, kommen wir zum nächsten, ist, wenn man sich irgendwie sexy abrollt. Ja, irgendwie zum Boden geht, zum Beispiel stehen irgendwie ist. Und dann. Genau, gehen wir zum Beispiel, sind wir hier und rollen uns erst mit der Brust ab, zum Beispiel. Also solche Geschichten. Das kann natürlich auch, Moment, das kann natürlich auch zum Beispiel sein, dass wir einmal hochkippen und dann tief gehen. Solche Bodenwellen. Man kann natürlich auch so eine richtige Bodenwelle machen, habe ich eben nicht mehr gemacht. Mal gucken, ob es klappt. Aber dass man eine richtige Bodenwelle macht. Ja? Das sind also Bodenwellen. Auch immer super, dass ihr auch zum Beispiel die Langzeitaspektion ist. Einmal ist er auf den Knien, einmal geht hoch, Brust geht tief und das andere Bein streckt sich aus und das oben ist, streckt sich nach hinten auch aus. Von dem Plank aus, dass man hier runterkommt und dann ausstreckt. Wie gesagt, alles was so oder aha, mir ist noch was eingefallen. Was ich auch mal cool finde, ist sowas, wo man Beine aufmacht und tief geht. Andere Seite, dass ihr mal einen Pops einmal sehen könnt. Wollt ihr eh die ganze Zeit? Also wir gehen tief und schließen. So, das mache ich mal direkt ohne Matte. Was ich auch immer noch sehr schön finde, ist so ein Durchsteigen. Das heißt, hoch, durchziehen, vielleicht kicken. Ja, also so ein Durchsteigen. Ich bin jetzt mit links hier vorne, das rechte Bein. Wir gehen hier mit der Hüfte hoch und das rechte Bein schiebt sich jetzt vorne vorbei und dann komme ich hier an. Und was man natürlich auch immer gut aus dem Stehen machen kann, ist so eine Art, also rhythmische Sportgymnastik, haben wir das mal Taucher genannt. Und zwar, dass man quasi das Bein nach oben nimmt, nach unten geht und dann irgendwie vielleicht wieder tief kommt in so eine Position oder ne, wie immer, also zum nach oben steigen. Ja, ich mache es einmal ein bisschen schneller. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas treffe. Also zum Beispiel. So. Tada. Kann man von oben machen oder man geht eben von da aus tief. Dass man zum Beispiel, wie gesagt, hoch geht und tief rum. Natürlich Drehungen. Da ist es natürlich immer sehr schwierig, weil Drehungen sind gar nicht so leicht. Also ich habe jahrelang gemacht, auch Ballett, und Sportgymnastik tue ich immer noch. Mit Wattendrehung ist schwer, weil wenn man das nicht regelmäßig macht, man da auch so ein bisschen, ne, das mit dem Spot und so ist ganz wichtig, weil Drehung mit der Körperspannung ist alles richtig mitnimmt. Aber letztendlich so eine ganz einfache Passé-Drehung, ne, kann man immer machen, kann man auch mal nicht irgendwo vorne landen, man muss ja nicht in der Ballerina landen oder an den Tü. Ja, also man kann, wie gesagt, perfekt sieht sie bei mir auch nicht mehr aus. Oder man macht halt einfach so irgendwie tiefen Drehungen, um weiter in die Stange zu kommen. Ach, was auch immer noch ganz gut ist, das sind solche Drehungen, wo man die Arme noch mitnimmt. So in die Diagonale. Schön zu winden, sag ich jetzt mal. Finde ich auch immer schön. Also ich habe jetzt ein paar Sachen am Boden gezeigt, ein paar Sachen ein bisschen im Stehen gezeigt und ihr könnt jetzt, ich muss mich hinsetzen zum Reden, ihr könnt jetzt mir gerne einmal auch in die Kommentare schreiben, auch euch erstens, könnt ihr schreiben, was ihr noch für schöne Transitions oder halt für Floorball-Geschichten kennt, die ich vielleicht nicht dabei war. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was eure Lieblings-Floorwork-Verbindungselemente sind und auch gerne, falls ihr noch was Bestimmtes irgendwie von mir erklärt haben möchtet. Ich habe jetzt ja alles nur so kurz angeschnitten, aber ich wollte das Video jetzt auch nicht überziehen. Ich wollte euch einfach eine kleine Info geben und hoffe, dass ja, für den einen oder anderen was für die Choreo jetzt dabei ist. Natürlich gibt es noch zig mehr Sachen, aber
vielleicht machen wir das sonst einfach mal, wenn es gut ankommt, nochmal einen zweiten Teil oder so. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr gerade mein Video guckt. Und wenn noch nicht geschehen, einmal auf Abonnieren klicken und wir sehen uns nächstes Mal.